Ja, Helge, wieder Heimspiel am Dalle, wieder gewonnen. Wie hast du die 90 Minuten jetzt hier erlebt? Boah, turbulentes Spiel. Vor allem dem Ende entgegen. Ich glaube, die erste Halbzeit haben wir dominiert, bis auf eine Gelegenheit, wo Peter Kurzweg überragend rettet. Da waren sie mal gefährlich. Ansonsten haben wir, glaube ich, gar nichts zugelassen und hatten etliche Chancen. Ich glaube, das war so ein bisschen unser Manko in den ganzen 90 Minuten. Also ich finde, wir hätten mindestens 3-4 Tore machen müssen. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Du sagst es, was war in der zweiten Halbzeit los, dass da Filz ein bisschen besser im Spiel drin war? Ja, ich glaube, sie wussten, sie können nichts mehr verlieren. Haben dann auch gedrückt. Wir haben dann einfach verpasst, das Tor zu machen. Ich glaube, wir hatten genügend Möglichkeiten, wie in der ersten Halbzeit, auf das dritte und auf das vierte Tor zu gehen. Dann haben sie immer wieder dran geglaubt, aber ich glaube, wir haben ja, bis auf das Gegentor dann auch in der zweiten Halbzeit kaum was zugelassen. Apropos Tore, du hast jetzt schon wieder nach einer Ecke getroffen. Habt ihr da irgendwie dran gearbeitet oder was ist da momentan los? Ich muss ja oftmals nicht viel machen. Dardan oder Ivan, die bringen die Ecken überragend rein und heute musste ich nur einen Fuß hinhalten und ja, beim dritten Spieltag glaube ich auch nur einen Fuß hinhalten. Alles klar, danke dir. Ja, Ivan, 90 Minuten haben da alle geschafft, war ein turbulentes Spiel. Wie hast du die 90 Minuten hier erlebt? Ja, also als erstes riesen Respekt an die Fans, an die Kulisse. Die haben 90 Minuten lang Stimmung gemacht. Für uns war das ein bisschen schwer, von der Energie einfach, weil wir Dienstag gespielt haben, Samstag gespielt haben. Und, aber die 90 Minuten an sich, wir sind erste 20 Minuten perfekt reinkommen, haben den Gegner gar keine Chance zugelassen. Dann haben wir ein paar Minuten so den, ja, wie soll ich das Tempo verloren. Dann hatten wir es wieder gut im Griff. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir verpasst, einfach auf 3-0 zu erhöhen. Plus noch zwei Abseits-Tore jetzt. Wir haben es einfach verpasst, das 3-0 zu machen, dann wäre es eigentlich vorbei. Aber so haben wir den Gegner nochmal kommen lassen. Durch einen super Konter von denen muss man den lassen. Und dann, ja, am Ende der Kampf der Mannschaft war überragend. Das mit jeder macht mit allen Willen über 90 Minuten durchzuhalten. Du hast ja, sag mal, ein etwas kurioses Tor geschossen. Kannst du mal das Tor aus deiner Sicht kurz beschreiben? Ja, also Benjas hat einen super Laufweg. Ich wollte ihn anspielen. Ich habe ihn ein bisschen zu fest gespielt. Er kam nicht mehr dran und so ist der dann ins Tor gegangen. Aber Hauptsache, der Ball war drin. Ob jetzt von Benjas oder mir, das ist egal. Jetzt geht's gleich weiter. Nächste Woche, englische Woche wieder. Erst in Aschaffenburg, dann gegen Haching daheim. Wie siehst du der Woche entgegen? Puh, also jetzt erstmal ausruhen, 2-3 Tage. Dann natürlich wollen wir wieder 2 Siege holen. Ich denke, es werden 2 schwere Spiele. Aschaffenburg auswärts, wo wir wieder eine englische Woche, wieder am Dienstagabend spielen. Da muss man auch halt mit der Energie gucken, dass alle topfit sind wieder. Und wir wollen beides gewinnen, 100%. Alles klar, danke dir. Dankeschön.